So, da sind wir schon wieder zurück. Und wundert euch nicht, ja, der Titel ist richtig, ja, der Bildschirm ist auch richtig und ja, das Spiel ist derzeit kostenlos. Das Spiel ist kostenlos, aber nur im Epic Store auf dem PC. Ich hatte ja letzte Woche schon Farm Simulator 19 vorgestellt, beziehungsweise mal angespielt und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was, gestern kamen schon wieder zwei neue Spiele raus, gucken wir uns die ganze mal an. Hier geht es jetzt um Carcassonne. Mal gucken, was uns hier erwartet. Also ich habe geguckt, es ist ein Brettspiel Anfang 2000, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Deshalb einfach, wir heißen dich willkommen, möchtest du lernen, wie gespielt wird? Ja, wäre nicht schlecht, ne? Willkommen bei Carcassonne. Oh Gott, das wird schon wieder ein Wort. Carcassonne. Carcassonne. Also wir nennen es einfach Carcassonne. Dein Ziel ist es, Straßen, Städte und Klöster zu bauen und zu besitzen, um Punkte zu erhalten. Ah ja. Berühre den Ort, um ein Plättchen zu platzieren. Jetzt, durch Tippen kannst du das Plättchen drehen, werde die Schaltfläche zum Bestellen, wenn du fertig bist. Ach so, dann kann man... Gott, was... Ach, das wird... Das ist irgendwie Dings. So, und jetzt? Platziere deinen Gefolgsmann auf der Straße, die an das erste Plättchen angrenzt. Kannst du so dahin? Okay. Gut gemacht, die Straße gehört jetzt zu dir. Mal sehen, was der Gegner tut. Ah ja. Was tut der Gegner? 8 Stunden überlegen, oder was? Achso, ne. Lol. Wir spielen ein Brettspiel. So weit ist schon gekommen. Du hast Glück, der Gegner hat deine Straße mit einem Gefolgsmann darauf geschlossen. Hä? Du hast Glück? Der Gegner hat deine Straße mit einem Gefolgsmann darauf geschlossen. Ganz ehrlich, ich habe hier gerade keine Ahnung, was das wirklich bedeuten soll. Sag ich euch ganz ehrlich, was soll das bedeuten? Du hast Glück, gut, uns ist schon mal nichts passiert. Der Gegner hat deine Straße mit einem Gefolgsmann darauf geschlossen. Heißt das dann, wir würden sonst in die Wüste laufen oder wie? Mit dem Abschluss deiner Straße hat der Gegner dir deinen Gefolgsmann zurückgegeben. Mit dem Abschluss deiner Straße. Ah ja. Muss ich. Hä? Lege dein Plättchen auf den folgenden Orte. Ja, muss ja eigentlich. Na toll, ey, bringt doch alles nichts. Sagen so oder nicht? Platziere deinen Gefolgsmann in einer Stadt und versuche sie mit dem nächsten Plättchen zu schließen. Ach, das ist dann Ende oder was? Also ganz ehrlich, wer es jetzt schon verstanden hat, Respekt. Weil ich verstehe hier gerade gar nichts. So, und jetzt? Mit dem Gefolgsmann zu schließen. Geht doch gar nicht. Ach, jetzt ist ein Dorf. Ah ja. Platziere den Gefolgsmann auf einem Kloster. Du hältst einen Punkt für jedes angrenzende Plättchen und einen Punkt für das Kloster selbst. Ah ja. Ja, den muss er dahin. Zack. Es gibt noch 10 Plättchen für dich und deinen Gegner. Nutze sie klug, um Straßen und Städte zu schließen und Punkte zu sammeln. Ich raff das irgendwie nicht. Irgendwie bin ich hier gerade zu lost. Ja, kann ich das nicht drehen? Lol. Dann muss ich doch eigentlich dahin, oder? Ich probiere es mal so. Wie soll ich denn da drankommen? Da ist ja keine Straße. Das drehen? Gar nicht. Lol. Ich kann ihn halt da platzieren. Ich probiere halt an dem Kloster da jetzt, weil es hieß ja, dass du an dem Kloster da Punkte kriegst. Ich verstehe hier gerade absolut gar nichts. Aber wirklich null.
dann so. Irgendwie ergibt das für mich persönlich kein... Wieso kann der jetzt eine Stadt da bauen? Hey, ich will auch eine Stadt bauen. Gott, ich glaube, ich bin gerade so lost. Wieso darf der dauernd Städte bauen? Ah, hat doch Zeit. Das habe ich verloren. Ganz ehrlich, ich habe trotzdem nichts verstanden. Da haben wir Glück gehabt, weil der da stand. Unvollständige Straßen sind am Ende des Spiels 1 pro. Des Spiels 1 Punkt pro Plättchen wert. Ja. Ach, weil der die zusammengefügt hat oder was? Jedes Plättchen, das du an ein unvollständiges Kloster angrenzt, ist am Ende des Spiels 1 Punkt wert. 1 Punkt für das Kloster selbst. Aha. War doch nicht so dumm. Für unvollständige Städte gibt es in der Endauswertung einen Punkt pro Plättchen. Wappen sind auch jeweils ein Punkt wert. Ja, super. Der hat ja zwei Wappen. Drei Wappen. Lol. Jetzt kommt gleich er. Pass auf. Zack. Und. Ich habe das Spiel gewonnen. Ah ja. Ich habe aber nichts verstanden. Ich hatte mehr Straßen, aber er hatte mehr Städte. Trotzdem habe ich gewonnen? Hä? Muss ich das verstehen? Also ganz ehrlich, ich habe da jetzt nichts verstanden. Gucken einfach nochmal rein. Ach, das Ganze geht sogar mit drei Spielern. Okay. Also das Ganze nochmal. Na toll. Ah ja. Wir kaufen. Was kostet der Spaß? Ich will es gar nicht wissen. Ja, kann man hier überhaupt lokal spielen? Ich meine, klar, es ist eigentlich ein Brettspiel, halt jetzt auf dem PC fortsetzen geht auch nicht. Das werde ich natürlich jetzt gerade nicht machen. Vielleicht hätte ich mich vorher registrieren sollen. Aber ganz ehrlich, ich habe da jetzt gar nichts verstanden. Was kann man denn sonst noch machen? Einstellungen. Deutsch ist klar, klar. Aha. Supportrechtliches Regeln. Als Adliger versuchst du zusammen mit anderen Bürgern des Königreichs dein Territorium im Umkreis der berühmten Stadtfestung Kakasonne zu etablieren. Dazu platzierst du jeweils ein Plättchen vom Stapel, um verschiedene Orte wie Straßen, Klöster und Städte zu bauen. Die Plättchen repräsentieren die Region um Kakasonne, in der du dein Anwesen und deinen Einfluss ausbaust. Dein Ziel ist es, diese Orte zu vervollständigen und so viele Punkte wie möglich für dich zu beanspruchen. Nachdem das letzte Plättchen gelegt wurde, der Spieler mit den meisten Punkten am Ende gewinnt das Spiel. Am Anfang ziehst du eine Karte vom Stapel, dann platziere das Plättchen neben einem anderen auf dem Spielfeld. Dein Ziel ist es, Plättchen mit demselben Ort miteinander zu verbinden. Siehst du, das hat er eben schon gar nicht gesagt. Dein Ziel ist es, Plättchen mit demselben Ort miteinander zu verbinden. Ein Straßenabschnitt wird zum Beispiel mit einer anderen Straße und ein Stadtabschnitt mit einer anderen Stadt verbunden. Mit einer anderen Straße und einen Stadtabschnitt mit... Ah... Falls nötig, kannst du das Plättchen drehen, bis die richtige Ausrichtung hat. Du kannst einen Gefolgsmann auf dem Plättchen platzieren. Gefolgsleute stehen für Arbeiter und Anhänger von Carcassonne und ermöglichen es dir, die verschiedenen Orte im Spiel in Besitz zu nehmen. Aber das mit den Gefolgsmännern habe ich echt nicht verstanden. Üblicherweise wird ein Spieler eine Straße, Stadt, Wiese oder ein Kloster beherrschen, indem er einen Gefolgsmann darauf platziert. Es gibt aber auch schlaue, hallo Katze,
Methoden, durch die mehrere Spiele denselben Ort gleichzeitig besetzen können. Ach, das geht doch. Das war nämlich eben auch so ein Überlegen, weil der war ja schon da, deshalb bin ich nicht nochmal dahin. Denk daran, dass du höchstens 7 Gefolgsleute haben kannst und nie gezwungen wirst, einen auf dem Spielplatz zu platzieren. Er hat mich doch eben gezwungen. Er hat doch gesagt, klick da. Ja, das ist ja auch wieder. Wenn du Plättchen und Gefolgsleute strategisch geschickt platzierst, erhältst du Punkte für abgeschlossene Orte. Mit Plättchen und Gefolgsleute strategisch. Ach, deshalb hat er aus dem einen da quasi eine Stadt gemacht. Eine Stadt ist abgeschlossen, wenn sie von Mauern umgeben ist und im Inneren keine Lücken hat. Eine Straße ist abgeschlossen, wenn beide Enden zu Dörfern, Straßenkreuzungen führen. Ah, wenn sie auf eine Stadt oder ein Kloster trifft. Oder wenn sie an sich selbst anschließend Kreis bildet. Ein Kloster ist abgeschlossen, wenn es von 8 Plättchen umgeben ist. Und 8, es wären doch sogar, warte mal, 3. Ah doch, wenn es einmal ringsrum ist, sind 8 Plättchen. Städte sind 2 Punkte pro Plättchen wert. Und zusätzliche 2 Punkte pro Wappen. Ja, das hatte der ja eben. Der hatte ja ein so ein Ding komplett zusammen. Also das ist ein Punkt, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Ja, und so meinte ich das. Deshalb haben sie eben so viel ums Kloster rumgebaut. Beim Abschluss von Orten erhältst du außerdem deine Gefolgsleute zurück und kannst sie erneut einsetzen. Die einzige Ausnahme sind Wiesen, sobald du einen Gefolgsmann... Gott, ey. Wenn ein Plättchenstapel leer ist, endet das Spiel und die Endauswertung beginnt. Gott, jetzt mal ohne Quatsch. Ich meine, so an sich ist halt nur ein Brettspiel, ihr dürft doch nicht zu viel erwarten. Aber schreibt mal in die Kommentare, wer kennt das Spiel? Und ich bin absolut kein Brettspieler, also ich habe davon absolut gar nichts mitbekommen. Null. Ich glaube, da ist einiges an mir vorbeigegangen. Aha, hier kann man also noch mehrere Sachen auswählen. Aber ich würde sagen, das Hauptspiel haben wir jetzt soweit gesehen. Wir gucken einfach mal, ich melde mich dann mal an und dann gucken wir einfach mal in der nächsten Folge, wenn ich eine mache, wie das Ganze dann aussieht. Wie gesagt, das Ganze ist auch online möglich, also derzeit kostenlos im Itemshop drin. Im Itemshop? Im Epic Store Shop. Epic Store? Im Epic Store ist das Ganze kostenlos. Denkt an den Launcher, haben alle PC-Spieler sowieso drauf, das ist immer da, wo auch ihr das Update macht. Da einfach auf Shop gehen, ein bisschen runterscrollen und da seht ihr das Ganze. Dann würde ich sagen, wenn ihr mich unterstützen wollt, auch in dem Spiel, gerne meinen Creator-Code benutzen. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, haut rein.